Wie du den Client Badline Client in Minecraft herunterladen und auch benutzen kannst, zeige ich dir in diesem Video. Falls dir dieses Video heute auch gefällt und du keine Tutorials, News und Let's Plays zu Minecraft verpassen willst, kannst du sehr gerne den Kanal abonnieren und auch die Glocke aktivieren, weil du dann nämlich immer auf dem neuesten Stand bist und so nichts mehr verpasst. Jetzt will ich aber sagen, dass wir direkt mit dem Video anfangen. Als erstes müssen wir auf die Seite von Badline Client gehen, die heißt line.badline.net, ist natürlich auch in der Videobeschreibung verlinkt. Hier geht ihr einfach auf Download für Windows oder Mac. Ich habe es jetzt zum Beispiel für Windows. Je nachdem, was ihr habt, müsst ihr jetzt hier unten heruntergeladen werden. Wenn es dann fertig heruntergeladen ist, können wir hier auf Öffnen gehen. Sollte der kleine Balken bei euch nicht da sein, guckt entweder auf eurem Desktop oder im Downloads-Ordner. Da müsste die Datei irgendwo zu finden sein. Sobald wir die Datei geöffnet haben, finden wir dieses Fenster hier auf und da klicken wir einmal auf Ja und dann öffnet sich ja das. Das kann man sich durchlesen, legt sich aber eh keiner durch. Deswegen könnt ihr hier einfach auf Annehmen klicken. Das Zielverzeichnis ist eigentlich schon ganz normal ausgewählt, also so wie es hier auch dasteht. Sollte es bei euch auch da stehen. Nach der Installation Badline Client ausführen, da setzen wir hier den Haken, weil wir das jetzt natürlich auch spielen wollen. Sobald BHC heruntergeladen ist, gehen wir hier einmal auf das Profil. Wenn ihr schon einen Account habt, geht ihr auf Anmelden mit eurer E-Mail und eurem Passwort. Wenn ihr noch keinen Account habt, geht ihr auf Registrieren. Gebe meine E-Mail-Adresse an und so, das ist jetzt nur ein Beispiel, irgendwas angeben. Je nachdem, was ihr für eine E-Mail-Adresse habt, könnt ihr eure angeben. Hier einmal auf den Haken klicken, bei den Nutzungsbedingungen zustimmen und dann registrieren. So, das ist jetzt zum Beispiel in dem Fall nicht meine E-Mail-Adresse, weil ich schon einen Account habe. Wenn ihr dann angemeldet seid, geht ihr auf Optifine. Das würde ich euch empfehlen. Da habt ihr einfach mehr Einstellungen, um das Spiel verbessern zu können und dann läuft es auch flüssiger. Hier könnt ihr auch noch eure Version auswählen, zum Beispiel 1.7.10 bis 1.16.5, also die neueste Version, die es zurzeit gibt. Ich wähle hier jetzt mal 1.8.9 aus. Hier oben sehen wir dann noch BHC, Forum, Support und Store. Das brauchen wir jetzt alles nicht unbedingt, außer ihr wollt euch jetzt noch Emotes kaufen, aber das können wir dann auch noch im Nachhinein erstellen. Bei BHC sind die Spieler, die gebannt wurden. Hier könnt ihr auch noch eine Meldung hinzufügen. Also wenn ihr selbst einen Spieler seht, der cheatet, könnt ihr hier auf Neue Meldung hier den Nutzernamen, entweder den Minecraft-Account, zum Beispiel jetzt sich selbst. Man kann sich jetzt natürlich auch nicht selbst melden. Ist ja klar, und Bannumgehung und Cheaten gibt es hier die Gründe und dann könnt ihr das einfach einreichen. Die wichtigen Dinge zum Spielen sind einmal Singleplayer und Multiplayer. Ich gehe jetzt mal in den Singleplayer und gehe auf irgendeine Welt. Jetzt sind wir hier drin und wir kommen als nächstes zu den Einstellungen. Dafür gehen wir einmal auf Escape, Badline Client Settings, Mods, Graphics, Insider, Alter, da gibt es ganz viele Sachen. Dann sprintet der Account von alleine weiter. Das gleiche ist auch bei Sneak. Hier gibt es noch Zoom. Also es gibt ganz viele Sachen, zum Beispiel auch Player Counter, also wie viele Spieler gerade online sind und so weiter. Könnt ihr euch einfach mal ein bisschen durchklicken. Unter anderem gibt es hier auch TPS und Clock. Das wird jetzt hier auch angezeigt. Wie könnt ihr das Ganze verschieben? Ihr geht einmal auf das mittlere Zeichen und könnt dann hier das alles hier hinziehen, wo ihr das haben wollt. Und dann habt ihr hier auch die ganzen Teile, die könnt ihr auch größer machen, zum Beispiel so. Dann könnt ihr eure ganzen Sachen hier verschieben und habt dann euer Menü so angepasst. Also wenn ihr jetzt im Spiel seid, seht ihr hier oben TPS und die Uhr. Ihr könnt aber noch ganz viele andere Sachen hinzufügen. Bei Graphics empfehle ich euch, FPS Boost immer anzulassen. Das ist das Erste, was ihr machen solltet. Dann habt ihr nämlich automatisch immer mehr FPS und das bringt auf jeden Fall ganz viel für die Leute, auch die einen schlechten PC haben. Und der Rest sollte jetzt sich eigentlich alles von alleine erklären. Portalpartikel, Lavapartikel und so weiter. Also könnt ihr einfach mal ein bisschen ausprobieren. Und wenn ihr ganz wenige FPS habt, könnt ihr hier die Portalpartikel, Lavapartikel und alles andere auch ausstellen. Auf Insider können wir Wörter mit Farben markieren. Zum Beispiel hier Nametag. Und ganz rechts sind die ganzen Einstellungen, die ihr einfach noch einfügen könnt. Ist nicht so wichtig. Spray Sound. Was ist ein Spray Sound? Ihr geht auf Escape, geht auf Sprays, den Badline Spray hat jeder. Also das ist einfach hier, das sprayt ja hin. Das sehen nur die Leute, die Badline Client haben. Und es geht nach einer Zeit weg, ihr habt es jetzt gesehen. Wir können jetzt hier noch einen machen, so zum Beispiel. Ja, und das ist der Sound. Hier gibt es auch noch Emotes, also den haben wir einmal. Da tanzen wir hier so, also den hat auch jeder. Weitere Emotes und Sprays findet ihr auch im Badline Client Store. Falls ihr noch Fragen zu den Client habt, könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben. Ich versuche so viele wie mögliche Kommentare zu beantworten. Unterstützt mich doch auch gerne mit einem Abo und aktiviert auch die Glocke, um keine weiteren News, Tutorials und Let's Plays rund um Minecraft zu verpassen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.